Wir heißen ganz herzlich willkommen unsere Richter und Richterinnen bei der, also für den Delegierten der Direktion Swiss Women haben wir Marcel Wolf. Schiedsrichter Fina Damen und Coach Marie-Claire Gurtner. Schiedsrichter Herren Alexis Van Eygo. Schiedsrichter Backoffice Renata Koda. Schiedsrichter Glauco Canevese. Schiedsrichter Nadesh Delazari. Starter Fina Linus Weber. Starter Martin Hirschi. Starter Boris Javi. Und noch ein Dankeschön an den Chef-Wettkampfgericht Sabine Schmidt. Vielen herzlichen Dank und einen großen Applaus. Und sowieso noch ein großes Danke an alle Helfer, Richter. Thank you.
werden demnächst mit dem ersten Wettkampf Damen 100 Meter Freistil starten. Auf Band 4 Lina Ries von Limmat, auf Band 5 Emma Salonen vom Schwimmclub Bernschwimmen. Und jetzt deutlich in Führung von Tommy von Genève Natation. Sie war not angemeldet. Und jetzt gewinnt sie diesen ersten Lauf in 1:04:58. Im zweiten Lauf auf Bahn 1 Elena von Frauenfeld, auf Bahn 2 Lynn von Sümpfen-Lustern, auf Bahn 3 Fabian von Sümpfen-Regio-Solothurn, auf Bahn 4 Magdalena von Pur, 5 Michelle von Adelfisch, 6 Lennis von Schwimmclub-Bern, 7 Nila von Montrenatation und 8 Aurelia von Schwimmclub Schaffhausen. Hier in Führung auf Band 4 Magdalena aus Chur. Sie gewinnt diesen Lauf in 1:08:18. Auf Bahn 1 Alice von Sabosa, Bahn 2 Anut aus Winterthur, Bahn 3 Elisa aus Limmat, 4 Marlon von Rettich-Neschatel, 5 Scheiler von Visiotto-Norto, 6 Julia von Adelfisch, 7 Vera von Turita-Norto und 8 Leila von Winterthur. Wendet
Als erste die Band 4, Manuel von Recke Schnürstadtfeld. Sie schafft es, ihren Vorsprung zu halten und gewinnt diesen dritten Lauf in 1:07:14. Freistil, vierter Lauf, Bahn 1 Melissa von Schönburg Frauenfeld, 2 Leona ebenfalls von Frauenfeld, 3 Stefanie von Bühler, 4 aus. Bahn 4 Natalia aus Glöckbus, Bahn 5 Elena von Schönburg Bahn, Bahn 6 Elena. Und Bahn 7 Sonne von Bern, Bahn 8 Lara aus Limmat. Und wir gewendet zuerst die Bahn 3 in 31,9. Dann sieht es aus, als würde die Bahn 5 das Rennen für sich entscheiden. Ein spannender Zweikampf. Und es gewinnt die Bahn 5 in 1:06:55. Elia von Bahr. Entschuldigung, sie haben beide genau gleichzeitig angeschlagen. Also zwei Gewinnerinnen in diesem Lauf. Herzlichen Glückwunsch. Lauf 5, Bahn 1, Chloe von Rettlich-Köscherfeld, Bahn 2, Alice von Savosa, 3, Benedetta aus Meilen, Bahn 4, Jessica von Jennifer Natasion, 5, Priscilla von Los Natasion, 6, Noemi von Natasionsport und Schöne, 7, Sorni von Savosa und 8, Janine von St. Gallen-Wittenbach. Bahn 3 oder Bahn 4, jetzt am Morgen schon spannende Zweikämpfe in den ersten Läufen. Es sieht aus, als würde die Bahn 3 gewinnen. Sie gewinnt den Lauf in 1:05:27. Benedetta Bottner aus Meilen. Auf Bahn 1, Bianca von Sümerigi-Volito, Bahn 2, Flavi von Schönburg-Bern, Bahn 3, Talissa aus Stellemo, 4, Milena von Frauenfeld.
größere Wadisellen, 6 Leonie von Swimbring des Solothurn, 7 Meter aus Arefisch und 8 Anna-Rea von Swimbring des Solothurn. Hier eine Außenbahn in Führung, Bahn 8, Anna-Rea von Swimbring des Solothurn. Und sie gewinnt tatsächlich diesen Lauf auf Bahn 8 mit 1:05:78. Anna-Rea von Swimbring des Solothurn. Im siebten Lauf auf Bahn 1, Lea vom SBO, Bahn 2, Xenia aus Wiesthal, Bahn 3, Sariova Aitana aus Usterwalisellen, 4, Angelika von Bar, 5, Leonia aus Bremgarten, 6, Stefanie aus Deveyatasno, 7, Asia von Rettisch-Löschertel und Bahn 8, Malika aus Löschertel. Hier entscheidet wieder der Anschlag, Bahn 5 in 1:05:94, Leonia aus Bremgarten. Im Wasser der achte Lauf von insgesamt 19 Läufen, Damen 100 Meter Freistil. Auf Bahn 1, Caroline Mathilde von Swimbring des Solothurn. Bahn 2, Charlotte Antoinette von Montre Natation. Bahn 3, Mai von Natation Sporty Genève. Bahn 4, Seraina von Surfing Lucerne. Bahn 5, Julia von Lausanne Natation. Bahn 6, Tamara von Surfing Lucerne. Bahn 7, Lisa von Rettisch Neuchâtel. Und Bahn 8, Tabitha aus Winterthur. Und es wendet zuerst Tamara, dicht gefolgt von Julia. Und immer noch beide fast gleich auf, ganz ein wenig vorne die Bahn 5. Sie gewinnt. Nein, schon wieder. Zweimal die gleiche Zeit. Bahn 5 und Bahn 6. 1:04:14. Julia Balthasar und Tamara Neff. Sie beide gewinnen diesen Lauf in 1:04:14. Thank you.
Schwimmen auf Bahn 1, Olivia vom SBO, Bahn 2, Chloe Elisa von Montenatation, Bahn 3, Tim von Rettisch Neuchâtel, Bahn 4, Alexa von Schildruck Appenzell, Bahn 5, Juliana von Aretisch, 6, Sarah vom Schwimmclub Bern, 7, Tanja vom Schwimmverein St. Gallen-Wittenbach und Bahn 8, die Lara von Biel. Und hier ist die Bahn 1 gerade als erste unter 30 Sekunden gewendet. Und sie scheint ihren Vorsprung halten zu können. Olivia vom SPO gewinnt diesen Lauf auf der Außenbahn, Bahn 1 in 1:03:27. Lauf 10 von 19, Bahn 1, Clara von Österwallisellen, Bahn 2, Xenia aus dem Oberwallis, 3, Larissa von Lennart, 4, Nicole von Natasno, Entschuldigung, von Motorsport Locarno, Bahn 5, Sophia von Milano, Bahn 6, Zoe von Renault Natasno, und Bahn 7, Nef von Mio, Bahn 8, Chloe von Roll. Hier fast alle Schwimmerinnen gleich auf. Es sieht so aus, als würde die Bahn 1 diesen Lauf gewinnen. Genau, Bahn 1 in 1:03:15. Doch Chiara vom Schwimmclub Österwallisellen. Jetzt im Wasser der 11. Lauf, auf Bahn 1 schwimmt Sarah von Österwallisellen, auf Bahn 2 Lara von Romanson, auf Bahn 3 Johanna von Schaffhausen, Bahn 4 Lena von Sönrigis-Solothurn, Bahn 5 Abigail von Meilen, Bahn 6 Lena von Bremgarten, Bahn 7 Anna Pitzer vom Schwimmverein bei der Basel und auf der Bahn 8 Celia von Bad. Und auch hier wieder fast alle gleich auf. Es sieht so aus, als wäre die Bahn 5 ein ganz bisschen weiter vorne. Der Anschlag wird dieses Rennen entscheiden. Und es ist tatsächlich die Bahn 5 mit 1:03:10. Abigail von Meilen. Thank you.
12. Lauf im Wasser. Mit Alisa auf Bahn 1 von Österreich-Dieselen, auf Bahn 2 Lea von Borsch, auf Bahn 3 Justin von Werbel-Nattersee, auf Bahn 4 Angela von Nattersee, Sportiv-Schöner, auf Bahn 5 Elsa von Fribourg, 6 Melissa aus Biel, 7 Ilona von Rett, Renault Nattersee und auf Bahn 8 Marlene aus Limmat. Bahn 5 gewinnt diesen Lauf in 1:03:40. Elsa Gotte von Fribourg. In diesem Lauf wieder eine Basler Schwimmerin auf der Bahn 1, Burkholter Cecily, auf Bahn 2 Luis von Lausanne Natation, auf Bahn 3 Nina von Biel, auf Bahn 4 Ella von Schaffhausen, auf Bahn 5 Valentina von Sint-Luzern, auf Bahn 6 Amalia von Lausanne Natation, auf Bahn 7 Camille aus Sion und auf Bahn 8 Martina aus Lugano. Uri Valentina vom Swimping-Luzern übernimmt die Führung auf Bahn 5. Sie schafft es als Erste anzuschlagen in 1:01:77. Lauf 14 im Wasser, auf Bahn 1, Nie von Lugano, auf Bahn 2, Zellig von Reveille Natation, Bahn 3, Michel aus Lugano, Bahn 4, Tizia von Natation Sportive Genève, auf Bahn 5, Diana von Lausanne Natation, Bahn 6, Sarah von Natation Sportive Genève, und Bahn 7, Chantal von Schulte Österwallisellen, Bahn 8, Priscille aus Nyon. Und hier wendet die Bahn 1 zuerst wieder. Es ist Lied aus Lugano. Und sie schlägt auch als Erste an in 1:01:59, Lied aus Lugano. Nice.
Den 15. Lauf auf der Bahn 1, Nice von Rollner Tassio. Auf Bahn 2, Wanner von Schwimpel Osterradisellen. Bahn 3, Jim von Arefisch. Auf Bahn 4, Abdel Alexandra von Schwimmverein bei der Basel. Auf Bahn 5, Helena von Schaffhausen. 6, Luana aus Paar. 7, Julia von Liestal. Und 8, Sarah aus Schenne. Und hier wieder fast alle gleich auf. Ganz ein bisschen Führung, die Bahn 1, Nice von Rollnatation. Aber sie schlägt nicht als Erste an. Als Erste schlägt die Bahn 3 an in 1:02:03. Lin von Arefisch. Backspeed. Lauf 16 von 19, Bahn 1, Toscan von Montre Natation, Bahn 2, Jennifer von Motorsport Locarno, Bahn 3, Alanis vom Schwimmclub Bern, Bahn 4, Lena vom Schwimmclub Luzern, 5, Julia Mendrisio von Otto, Bahn 6, Johanna von Fribourg, 7, Maite von Rettisch Neuchâtel, 8, Linda aus Pülach. Jennifer von Motorsport Locarno nach den ersten 50 Metern in Führung. Aber die Bahn 5, Giulia Capuano von Mendrisio Ottonuoto, kommt als schnellste zurück und gewinnt diesen Lauf in 1:01:49. Im Wasser der drittletzte Lauf vom 100 Meter Freistil Damen. Bahn 1 Lea von Rettisch Neuchâtel. Bahn 2 Tara aus Fluss Fuchs. 3 Angelina von Limmat. 4 Theresa von Ips. 5 Alicia aus Kiel. 6 Jael von Nancy Natation. 7 Sane von Renner Natation. Und 8 Anna-Maria aus Schaffhausen. Ganz schnell startet die Bahn 4. Und die Bahn 4 gewinnt in 1:00:84 Theresa Lefe von Ips.
Im zweitletzten Lauf auf Bahn 8, auf Bahn 1 Juliana von Bülach, auf Bahn 2 Nina aus Kiel, Bahn 3 Anna aus Arafisch, 4 Maria Fernanda von Motorsport Locarno, 5 Nathalie aus Kreuzlingen, 6 Saya von Nantas Motorsport Genève, 7 Vivian von Turita Nuoto und Bahn 8 Marianne von Schmidt-Kutuste Wallisellen. Bahn 7 oder Bahn 2, es ist die Bahn 7 in 1:00:24, Vivian Sargenti von Turica Noto. Jetzt im Wasser der letzte und schnellste Lauf auf Bahn 1, Wendolin von Schönklub Ustavalisellen, auf Bahn 2 Nora von Arefisch Aarau, Bahn 3 Eva von Ustavalisellen, 4 Tamara aus Lehmann, 5 Ariana auch aus Ustavalisellen, Bahn 6 Nina von St. Gallen-Wittenbach, 7 Selina von Sion-Pinuzern, 8 Aurelie aus Sion. Vielleicht werden wir hier das erste Mal eine Zeit unter einer Minute sehen können. Das sind zwar erst die Vorläufe, aber bis jetzt waren schon viele schnelle Zeiten unterwegs. Und wir hoffen, dass es der einen oder anderen Schwimmerin gelingt, jetzt schon eine Zeit unter einer Minute zu schwimmen. Und gleich zwei Schwimmerinnen schwimmen schon im Vorlauf unter einer Minute. Diesen Lauf gewinnt die Bahn 4. Charles Tamara von Lehmann, dicht gefolgt von der Bahn 5. Ariana Sakalaris von Ustavalisellen. Wir haben nun mit dem Wettkampf 2 angefangen, Knaben 200 Meter Delfin. Auf Bahn 2 Davide von Savosa, Bahn 3 Jean-Luc von Lausanne Natation, Bahn 4 Florian von Limmat, 5 Enrico von Savosa, 6 Sigas von Ustavalisellen, 7 Maxim von Romanshorn. Ich möchte alle Zuschauerinnen und Zuschauer darauf hinweisen, dass es hinter der Tribüne einen Kiosk gibt und ab 11 Uhr auch einen Grill, der sie mit Verpflegung versorgt. Es gibt Schnitzelbrote, Würste, beim Kiosk können sie Getränke sowie Kuchen und Eis kaufen. Und der Grill läuft erst ab 11:00 Uhr. In diesem Lauf wendet als erste die Bahn 5 mit 1:14. Enrico von Savosa.
Und Enrico von Savosa schafft es, die ganzen 200 Meter durchzuziehen und deutlich zu gewinnen. Hier sehen wir nochmal die Zeit, 2:36:23. Narben 200 Meter Delfin, Lauf 2, Bahn 1 Severin von Gustav Wallisellen, Bahn 2 Eli von Rettisch-Ritterfell, 3 Janis Dominik von Zürich-Düsseldorf, 4 Cola von Motorsporto Locarno, 5 Daniel von Lausanne-Nassau, 6 Nolan aus Roll, 7 Clément von Lemat und Bahn 8 Mahesh von Schaffhausen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, nochmal allen Richtern und Richterinnen zu danken, die aus der ganzen Schweiz angereist sind, um dieses Event hier zu ermöglichen. Ein herzliches Dankeschön. Nochmal für alle Zuschauer auf der Tribüne. Auch wenn man keinen Essensbon hat für das Mittagessen, gibt es die Möglichkeit, sich hinter der Tribüne ab 11 Uhr mit einem Bier und vorher am Kiosk zu verpflegen. Für alle Schwimmer ab 11 Uhr Mittagessen in der St. Jakobshalle. Mannschaftsführer von Lennart bitte zum Schiedsrichtertisch. Der Schiedsrichtertisch befindet sich unter dem 3-Meter-Sprungbrett. Und auf den letzten Metern vorne die Bahn 3, Janis Dominik von Zürich-Solothurn. Er gewinnt diesen Lauf in 2:33:07. Im Lauf 3 auf Bahn 1 von aus Limmert, Bahn 2 Lukas von Karusch, Bahn 3 Stefan von Rheumatasnau, Bahn 4 Flavio von Kreuzlingen, 5 Matteo von Lausanne-Nattasnau, Bahn 6 Adam von Genève-Nattasnau, Bahn 7 Dani von Montre-Nattasnau und Bahn 8 Silvio von Kierlon. Thank you.
diesen Lauf gewinnt auf Band hier in 2:28:20 Flavio Buca von Kreuzlingen. Narben 200 Meter Delfin Lauf 4, Bahn 1 Louis von Meilen, Bahn 2 Evan von SBO, Bahn 3 Amon von L'Ancien Natation, Bahn 4 Marcel von Sion-Pinizern, Bahn 5 Giulio von Limmat, auf Bahn 6 Alessio ebenfalls von Limmat, auf Bahn 7 Severin von Schaffhausen, auf Bahn 7 Nico von St. Galler-Lichtenbach. Es sieht so aus, als würde die Bahn 3 Amon von L'Ancien Natation dieses Rennen für sich entscheiden. Nein, es ist die Bahn 7 in 2:26:58 Severin Pfeiffer vom Schwimmclub Schaffhausen. Ich muss mich korrigieren, es war doch die Bahn 3, die gewonnen hat. Die Zeit wurde nicht ausgelöst. Wir hatten 2:25:86. Bahn 2 Federico von Lugano, Bahn 3 Eda Basler von SPO, Bahn 4 Ian von Natasas-Kopf-Mitschere, Bahn 5 Pascal von Österwallisellen, 6 Dominik Rosanna Castro, 7 Ian Buritanotto, Bahn 8 Ian von Limmat.
Und diesen Lauf gewinnt die Bahn 16-2, 18-81, Dominik Sternig von Lausanne Natation. Ja, Ida! Laben 200 Delfin, Lauf 6 von 9, 1 über St. Gallen Wickenbach, Bahn 2 Vincent Lausanne Natation, Bahn 3 Colin Delmont, Bahn 4 Gustav Lehmert, Bahn 5 Felix Berger von Stumpfrein bei der Basel, Bahn 6 von Sebastian von Delmont Natation, 7 Ryan von Natation Sport Internet, 7 Oleg von Motorsport Locarno. Finalqualifikationen, Damen 100 Meter Freistil, 12 Jahre jünger, Benedetta Bottmer, Jessica Gilleron, Anna-Maria Schäfer, Stalinova Aitana, Martin, 5 Stephanie Ebert, 6 Manon Richard, 7 Jeanne Schelling und 8 Natalia Dietz, Reserve Madalena Corazza. Damen 100 Meter Freistil, Finalqualifikation 13 Jahre. Giulia Capuano, Ella Nodari, Linda Hauser, Clara Koch, Olivia Spicke, Celia Bartel, Julia Balthasar, Camille Wong, Regina Sophia. Entschuldigung, Camille Wong. Auf dem 9. Platz befinden sich zwei Schwimmerinnen, Regina Sophia, Rocco und Jael Hagen. Abmeldungen bis 10.15 Uhr. Falls sich bei den 13-Jährigen niemand abmeldet, wird es ein Swim-Off um den Platz in der Reserve geben. Finalqualifikation 100 Meter Freistil, Damen 14 Jahre. Anna Bismara, Angelina Kopp, Rana Djakovic, Amalia Falcon, Abigail Fabrey, Celia Gallo, Larissa Papp und Anna Pitzer. Reserve. Artilona Delarte. Finalqualifikation 1400 Meter Freistil, 15 Jahre. Corinne Reinsberger, Alicia Straub, Juliana Kronker, Fernanda Senetoria, Lynn Kammermann, Isia Klein, Kapisara Abdul, Christine Kulero, die Reserve, Julia Linert.
und den sechsten Lauf gewinnt auf der Bahn 4 in 2:19:17 Gustav Olsson von Limmert. Im siebten Lauf, der erste Lauf jetzt im Wasser auf Bahn 1, Federico von Savosa, Bahn 2, nochmals Federico von Lugano, Bahn 3, Mattia auch aus Lugano, Bahn 4, Reis Cristiano von Berner Oberland, Bahn 5, Yannick von Schulklub Bern, Bahn 6, Paul von Zürich Oberland, 7, Robby Jeboa von Schulklein bei der Basel und Bahn 8, Vincent von Fribourg. Finalqualifikation, Damen 100 Meter Freistil, 16 Jahre. Selina Achermann, Gwendolyn Ebert, Nina Ammann, Eva Geilenkirchen, Nathalie Noll, Nick Zambon, Valentina Burri und Alexandra Abdelnur. Reserve, Nice Gorgera. Für das Juniorenfinale haben sich bei Damen 100 Meter Freistil qualifiziert Tamara Schad, Ariana Satellaris, Vivian Salgenti, Nora Wick, Nina Imboden, Theresa Hepel, Anna-Maria Salz und Marianne Müller. Und der Reserve ist Johanna Kopping. Finalabmeldungen bitte bis 10.15 Uhr beim Schiedsrichtertisch unter dem 3 Meter Sprungkopf. Und ganz knapp ein Sieg auf der Bahn 2. Er hatte den besseren Anschlag und gewinnt diesen Lauf mit 2:16:33. Federico Rinaldi von Lugano. Letzten Lauf starten auf Bahn 1 Louis von Zürich de Solothurn, Bahn 2 Florent von Renault Natation, Bahn 3 Giole von Turita Nuoto, Bahn 4 Marcello von Mendisiotto Nuoto, Bahn 5 Alexandre von Zürich de Solothurn, Bahn 6 Mattia von Rettisch Neuchâtel, 7 Flüge aus Kreuzlingen und Bahn 8 Tobias von St. Gallen-Wittenbach. Hier wendet als erster nach 100 Metern auf der Außenbahn ein Louis Fury von Zürich de Solothurn.
Und er führt auch noch bei der dritten Wende. Wenn er es schafft, die letzten 50 Meter, die 200 Meter gestern im Finale zu schwimmen, wird er diesen Lauf gewinnen. Und er gewinnt diesen Lauf auf Bahn 1 in 2:13:64. Jetzt im Wasser der letzte und schnellste Lauf von knapp 200 Meter Delfin. Auf Bahn 1 Kropkis von Morsch. Auf Bahn 2 Kühlei Abschein vom Schwimmverein bei der Basel. Auf Bahn 3 Julian von Montrenatation. Auf Bahn 4 sehen wir Noe Conti von Nordostronte Locarno. Er ist momentan Jugend-Europameister. Also dürfen wir von ihm einen deutlichen Sieg erwarten, auch wenn er über die 50 Meter Strecke Europameister geworden ist, ist er hier deutlich am schnellsten gemeldet. Auf Bahn 5 Marius Doskan von St. Gallen-Wittenbach, auf Bahn 6 Gianmarco von Biel, auf Bahn 7 Florin von St. Gallen-Wittenbach und auf Bahn 8 Kevin aus Aarau. Und Noel Conti scheint sich die Reserven für den Finale aufzuheben. Trotzdem gewinnt er mit einem guten Abstand in 2:05:22 den letzten und schnellsten Lauf. Wir fahren fort mit dem Wettkampf 11 Damen 100 Meter Brust. Den ersten Lauf Damen 100 Meter Brust, Emma von Winterthur auf der Bahn 3, Bahn 4 Sophie von Zürich-Neu, Bahn 5 Georgia von Savosa. Der Mannschaftsführer von Lugano bitte zum Schiedsrichter. Mannschaftsführer von Lugano bitte zum Schiedsrichter.
Es gibt eine kleine Korrektur für die Finalläufe. Bei Mädchen 100 Meter Freistil, dem 15-Jährigen, ist nun in der Reserve Lena Leibungut vom Schwimmregio Solothurn. Abmeldungen für die Finalläufe Damen 100 Meter Freistil bis 10.15 Uhr. Bitte zum Schiedsrichtertisch. Le chef d'équipe de Renault Natation, s'il vous plaît. Den ersten Aufgewinn auf Bahn 3 in 1,27. Da ist die Zeit nicht mehr. Emma Long von Winterthur. Zweiten Lauf auf Bahn 1, Clara Congelette Natation, Bahn 2, Clara von Zürich Solothurn, Bahn 3, Priscilla von Monsen Natation, Bahn 4, Alina von Rettisch Neuchâtel, Bahn 5, Kevin von Verdeswil, 6, Milalena von Bar, 7, Samina von Liechtenstein. Der Mannschaftsführer von Nancy bitte zum Schiedsrichter, Chef d'équipe de Nancy. Bitte zum Schiedsrichter. Diesen Lauf gewinnt auch Bahn 2 mit 1,26,53. Ja, der Bruder von Schwimmregio Solothurn. Damen 100 Meter Brust, Lauf 3, 1, Leben vom Schönkühlzern, Bahn 2, Fallin von Rettenschnöcherfeld, Bahn 3, Fürstchen von Werdenswil, Bahn 4, Aare von Lausanne-Natasseur, Bahn 5, Leni vom Aarefisch, 6, Leben Schönkühlzern, 7, Leona Fallin, 8, Leona Schnöcker-Usterwalisellen. Yeah.
Wir alle sehr dicht zusammen, aber es sieht aus, als würde die Bahn 4 diesen Lauf gewinnen. Und sie gewinnt ihn auch in 1:26.69. Aber von Lausanne Natation. Vier Damen unter der Brust, Bahn 1 Celia von Pohl, Bahn 2 Ellen von Österwallisellen, Bahn 3 Sophie vom Schlümpfein bei der Basel, 4 Elisabetta von dem Visiotto Nuoto, Bahn 5 Amina von Bar, Bahn 6 Benedetta von Meilen, Bahn 7 Julia auch von Bar und Bahn 8 Asia von Rettisch Neuchâtel. Diesen Lauf gewinnt die Bahn 6 in 1:24.24. Benedetta Bodmer von Meilen. Im Wasserlauf 5 auf Bahn 1 Hammer von Kreuzlingen, auf Bahn 2 Sonosch von Renault Natation, Bahn 3 Lira von Turika Noto, Bahn 4 Nina von Österwallisellen, 5 Lidia Lemak, 6 Julia Pizza von Schönfein bei der Basel, Bahn 7 Dolme Lissa von Österwallisellen und Bahn 8 Xenia aus Pur. Und auf der Außenbahn 8 momentan noch ganz leicht in Führung. Sie schlägt auch als erste an mit 1:22.91. Emenecker Xenia von Chur.
Jetzt im Wasser der 16 auf Damen, 100 Meter Brust auf an 1 Mal von La Chaux-de-Fonds, Bahn 2 Lille von Montrenatation, Bahn 3 Jeanne von St. Gallen-Wittenbach, Bahn 4 Amelie Joy von Schaffhausen, Bahn 5 Katharina von St. Gallen-Wittenbach, Bahn 6 Lena von Sumregio-Solothurn, Bahn 7 Ellen von Oberwallis, Bahn 8 Lea vom SPO. Und Lili Harris von Montrenatation gewinnt diesen Lauf auf Bahn 2 mit 1:22.03. Lauf 7, Bahn 1, Fiona Liesch vom Schwimmclub Liestal, Bahn 2, Alexia von Winterthur, Bahn 3, Mireille Usterweisen, Bahn 4, Fiona Slumpi Luzern, Bahn 5, Charlotte von Renovatation, Bahn 6, Maria Magdalena aus Meilen, Bahn 7, Ginevra Sofia von Lugano, Bahn 8, Mia von Romanshorn. In Führung auf der Außenbahn 1, Fiona Liesch von Liestal. Sie gewinnt diesen Lauf in 1:21.00. Eine ausgezeichnete Bestzeit. Von 15 Damen, 100 Meter Brust, auf Bahn 1, Amandine von Nyon, Bahn 2, Emma von Lausanne-Natassot, Bahn 3, Hermine von Liechtenstein, Bahn 4, Angelina von Lennart, Bahn 5, Jana aus Salvin, Bahn 6, Alessia von Lausanne-Natassot, Bahn 7, Sophia von den Rettisch-Neuchâtel, Bahn 8, Mathilde aus Fribourg. Thank you.
Diesen Lauf gewinnt auf Bahn 5 Jana Schneider aus Salbir mit 1:20:18. Im neunten Lauf auf der Bahn 1 vom Schwimmverein bei der Basel Nina Keller. Auf Bahn 2 Giovanna von Montesio von Ortdorf. Bahn 3 Alissa vom Schwimmclub Osterwallisellen. Bahn 4 Noemi vom Schwimmclub Luzern. Bahn 5 Mathilde vom Schwimmregio Solothurn. Bahn 6 Chiara vom Natation Sport in Genève. Bahn 7 Carina aus Wiesbaden. Bahn 8 Lorena von Ruhr. Lauf beginnt auf Bahn 7 mit 1:21:44 Carina Kurz von Liestal. Damen 100 Meter Brustlauf, 10 von 15, Bahn 1, Gemma von Roll, Bahn 2, Manon Sion, Bahn 3, Eleonora Lugano, Bahn 4, Havana von Bebel, Bahn 5, Colin von Renault, Bahn 6, Kim Keller vom Schwimmverein bei der Basel, Bahn 7, Abigail von Meilen und Bahn 8, Sibyl von Lausanne Natation. Nochmals zur Erinnerung an alle Schwimmer und Mannschaftsführer, das Mittagessen ist bereits um 11 Uhr eröffnet. Das heißt, wenn ihr jetzt schon Hunger habt und nicht verschwimmen müsst, könnt ihr jetzt zu dem Mittagessen gehen, damit nicht alle Leute gleichzeitig gehen. Havana Kürzetablea von Rebel Natation gewinnt diesen Lauf mit 1:18:49 auf Bahn 4.
Lauf 11, Bahn 1, Lucy von Bar, Bahn 2, Sally von Böde, Bahn 3, Marion von Motorradation, Bahn 4, Penny von Sio, Bahn 5, Gabriela von SEO, Bahn 6, Letizia von Rettgeschwisterstelle, Bahn 7, Elsa von Rollnotation und auf Bahn 8, Jelen von Natation Sportif Genève. Und diesen Lauf gewinnt auf der Außenbahn 1 mit 1,16, 45, Lucy Clifford von Bar. Lauf 12 von 15, Schwimmen auf Bahn 1, Cecily Blokolter vom Schwimmverein bei der Basel. Auf Bahn 2, Pia von Schaffhausen. Bahn 3, Lucy von Zürich-Oberland. 4, Sarina Liesch von Schwimmclub Liestal. Bahn 5, Stella von Rolf. Bahn 6, Bettina von Bremgarten. 7, Syria von Motorsport Locarno. Und auf Bahn 8, Jana von Zürich-Leu. Den 12. Lauf gewinnt auf der Bahn 5 mit 1,16,60 Stella Michel von Rolle Natation. Wasser der 13. und somit drittletzte Lauf, Damen unter Mitte Brust auf Bahn 1, Vivian von Turica Nordtor, Bahn 2, Nailis von Lausanne Natation, Bahn 3, Chloe von Sio, Bahn 4, Chloe von Nantes, Bahn 5, Selina von Winterthur, Bahn 6, Marina von Ustevalisellen, Bahn 7, Diana Lausanne Natation und Bahn 8, Amy von Rettich-Neuchâtel.
Finalqualifikation Knaben 200 Meter Delfin. Abmeldungen bis 10.55 Uhr beim Schiedsrichter. Qualifiziert haben sich bei 13 Jahren und jünger Jan Delorio, Julio Bernardo, Paolo Sassu, Enrico Sottile, Severin Schwarz, Jean-Luc Zwingli, Davide Mauri und Maxim Oeder. Der Reserve ist Silas Kuck. 14 Jahre. Mattia Gula, Federico Gula, Leonard Bonnier, Louis Urech, Dario Bucca, Evren Kotelek, Stefan Tebus, Daniel Backhaus. Reserve Marek Weber. Abmeldungen bis 10.15 bis 10.45 Entschuldigung, beim Schiedsrichter unter dem 3-Meter-Sprintor. Und den 13. Lauf gewinnt Aufbahn 5 mit 1:16:55 Selina Weber von Winterthur. Bahn 2 Mikaela von St. Gallen Ritterbach, Bahn 3 Laura Ustova Lisellen, 4 Jahre Nossi Natation, Bahn 5 Lara aus Herisau, Bahn 6 Misty von Sion, Bahn 7 Selina von Sünden Luzern und Bahn 8 Chantal von Ustova Lisellen. Finalqualifikation Knaben 200 Meter Delfin 15 Jahre. Dominik Stiani, Gustav Olsson, Paul Niederberger, Peter Gerges, Ryan Dali, Hermann Hagen, Severin Pfeiffer, Alessio Cervino, Reserve, Jan Schmidt, 16 Jahre, Federico Rinaldi, Federico Valeccia, Florent Spiegelmann, Marcello Marseille, Mattia Cereni, Felix Berger, Murin Rickenbach und Robin Jeboah, Reserve, Liam Kolombek. Juniorenfinal, Knaben 200 Meter Delfin, Noel Ponti, Oskar Marius, Julia Marobocco, Florin Pafis, Jurai Akçay, Jan-Marco Waldemann, Louis Fiori und Kevin Attendranger. Reserve, Baptiste Schobert. Den Lauf 14 gewinnt Aufbahn 5 mit 1:15:85 Lara Rechsteiner vom Schwimmclub Herisau. Jetzt der letzte und schnellste Lauf von Damen 100 Meter Brust auf Bahn 1 Elden von Renault Natation, Bahn 2 Savannah von Refrischer Chapelle, Bahn 3 Eva von Gustav Wallisellen, Bahn 4 Olivia Anna von Vevey Natation, Bahn 5 Marianne von Gustav Wallisellen, Bahn 6 Elena von Lausanne Natation, Bahn 7 Mathilde von Montre Natation und Bahn 8 Samira von Adelfisch Aarau. Kampf zwischen der Bahn 4 und der Bahn 6. Der Anschlag wird hier entscheidend sein. Es ist die Bahn 6 mit 1:13:60
Elena Olinda Heinrich von Lausanne Natation. Pam, 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 pam. Wir fahren fort mit Wettkampf 15, Knaben 200 Meter Lagen. Knaben 200 Meter Lagen, Lauf 1, Bahn 2, Paul von Söping, Zürich Oberland, Bahn 3, Julius von Lennart, Bahn 4, Simon von Schönke-Blauenfeld, Bahn 5, Erik von Söping, Luzern, Bahn 6, Nils von Höhe-Natation und Bahn 7, Tanguy von Lossi-Natation. Die Mannschaftsführer von Swimregio Solothurn, Morsch Natation und Turita Nuoto bitte zum Schiedsrichtertisch. Schiedsrichtertisch unter dem 3-Meter-Sprungbrett, bitte die Coaches Swimregio Solothurn, Morsch Natation und Turita Nuoto. Bahn 7, Tanguy Tronje von Nancy Natation gewinnt diesen Lauf in 2:11:93. Yeah.
Eichenlauf schwingt auf Bahn 1, Kim von Schaffhausen, Bahn 2, Giorgio von Savosa, Bahn 3, Maximilian von Limmat, ebenfalls von Limmat auf Bahn 4, Lorenz, auf Bahn 5, Maxi von Natasas, Gotti Jönef, auf Bahn 6, Demian von Bar, auf Bahn 7, Flavio von Biel und auf Bahn 8, Julius von der Startgemeinschaft Liechtenstein. Nochmals für alle Coaches, Abmeldungen für Herren, 200 Meter Delfin-Final bis 10.45 Uhr. Und gewinnen wir diesen Lauf, die Bahn 5, Maximilian von Natasha Sportig-Jönef in 2:45:43. Im dritten Lauf auf Bahn 1, Tim von Meilen, 2, Rocco von Herisau, Bahn 3, Jan von Sönke-Luzern, Bahn 4, Kilian von Lausanne-Mattersloh, Bahn 5, Daniel von Nyon, Bahn 6, Jeff von Bövel-Mattersloh, Bahn 7, Nicolas von Montrisiotto-Nuoto, Bahn 8, Thibaut von Lausanne-Mattersloh. Wir haben leider unsere erste Disqualifikationsmeldung. Wettkampf 15, Lauf 2, Bahn 8. Starten vor dem Startkommando. Kannst du mir das rüberbringen? Ja, da muss ich. Ich kann schon. Fangen wir ins WC gehen. Ich weiß nicht, ob du das hast. Thank you.
deutlich in Führung, die Bahn 5, dann Schilder von mir. Oh nein, auf der Bahn 2 ist nicht jemand. Rotter Langadia von Harry Sau gewinnt diesen Lauf in 2:36:76. Jetzt im Wassersell auf 4, mit Sven von Usterweisen auf der 1, 2 Felix von Kuhl, 3 Alex Wasserbosa, 4 Rick von Limmer, auch von Limmer auf der Bahn 5 der Joris, auf Bahn 6 Alexander von Genève, auf Bahn 7 Maxim von Usterweisen und auf Bahn 8 Joris von Usterweisen. Finalqualifikation Damen 100 Meter Brust, 12 Jahre und jünger. Cavana Tutti Cabrera, Edin Kruse, Janine Schelli, Anna Mitrovic, Benedetta Bogmar, Julia Pizza, Elisabetta Rossi und Julia Frankhauser. Reserve ist Alice 3. 13 Jahre. Jael Hagen, Stella Michel, Fiona Liesch, Mathilde Bancarolina, Svena Ebrecker, Amelie Joy Reisacher, Lothamine und Ginevra Sofia Rocco. Reserve ist Vivien Adamec. Finalqualifikation Damen 100 Meter Brust, 14 Jahre. Ena Vidakovic, Ami Andres, Letizia Jordan, Angelina Patt, Manon Reinhardt, Lili Harris, Chiara McLaughlin und Nina Keller. Reserve Sofia Gasson. 15 Jahre, Eilen Solmer, Mathilde Genot, Nadi Pasteur, Gabriela Baslova, Eleonora Palmieri, Jana Schneider, Colin Deschamps und Elsa Scarola. Reserve Silvia Spagnetta. 16 Jahre, Colin Scott, Olivia Anna, Lucy Clifford, Selina Weber, Michaela Hesedi, Selina Liesch, Chloe Dormont, Chloe Imsans und Lila Geilenkirchen. Reserve sind Chantal Uhr. Finalqualifikation Damen 100 Meter Brust Junioren. Elena Neber-Heinrich, Carana Boleri, Lara Rechsteiner, Misty May, Marianne Müller, Diana Pasta, Vivian Sargenti und Pia Cerovetz. Reserve ist Samira Arnold. Abmeldungen für die Finalläufe 100 Meter Brustdamen bitte bis 11.10 Uhr beim Schiedsrichter. Den vierten Laufgewicht auf der Bahn 2 mit 2:38:74. Lauf 5 von 18 Knaben, 200 Meter Lagen, Bahn 1 Sam von Gouvernatation, Bahn 2 Valentin von Sio, Bahn 3 Volodymyr von Lugano, Bahn 4 Maxim von Romanson, Bahn 5 Jan auch von Romanson, Bahn 6 Nicolas von Rettich-Neuchâtel, Bahn 7 Mattia von Savosa, Bahn 8 Rodrigo Genève Natation.
Die Mannschaftsführer von Turika Nordtor und Sven Regner Solothurn bitte zum Schiedsrichtertisch. Mannschaftsführer von Turika Nordtor und Sven Regner Solothurn bitte zum Schiedsrichtertisch. Mannschaftsführer von Swimpin Luzern, bitte zum Schiedsrichtertisch. Und Wollerdinge bringt auf Bahn 3 in 2:35:20 als erstes seine Hand an die Anschlagtafel. Im Lauf 6 von 18 starten auf Bahn 1 Severin von Osterwaldisellen, Bahn 2 Leo von Schwimmclub Bern, Bahn 3 Manuele von Nordosporto Locarno, Bahn 4 Ignatius von Sio und dann gleich zwei Schirme vom Schwimmverein Walder Basel nebeneinander auf Bahn 5 Robin Heim und auf Bahn 6 Elis Lamo. Auf Bahn 7 Frederik von Schwimmclub Bern und auf Bahn 8 Robin von Limmat. Ich bin zurückgelegt, ich habe mir das für uns in Kürzlingen, wenn ihr, ist
Und jetzt vorne auf Bahn 6, Eddie Slamo vom Sprintverein Werder Basel. Er gewinnt diesen Lauf vor seinem Teamkameraden mit 2:33:59. Lauf 7, Bahn 1, Pietro von Savosa, Bahn 2, Tim Schlimm-Kupfern, Bahn 3, Elia Limmert, Bahn 4, Fabio Kuhl, Bahn 5, Xavier von Hiel, Bahn 6, Tom Hoch vom Schwimmverein Werder Basel, Bahn 7, Micha vom Schwimmverein Luzern und Bahn 8, Lorenzo von Montreux Natation. Metern in Führung auf Bahn 6, Tom Hoch vom Schwimmverein Werder Basel. Es sieht so aus, als könnte er seinen Vorsprung halten. Und das wird ganz knapp. Aber er schlägt zuerst an mit 2:30:20 auf der Bahn 6. Tom Hoch vom Schwimmverein Werder Basel. Nadel 200 Meter Lagen, Lauf 8 von 18, Bahn 1, Theo von Fribourg, Bahn 2, Daniel von Lausanne Natation, Bahn 3, Follower von Lotto Sport Locarno, Bahn 4, Marco von Lugano, Bahn 5, Enea von Ustavalisellen, Bahn 6, Samuel von Limmat,
dann 7 Louis von Meilen und 8 Leander von Startgemeinschaft Liechtenstein. Startgemeinschaft Liechtenstein, scheiße. Nach 150 Metern in Führung, die Bahn 6. Aber die Bahn 4 übt ordentlich Druck aus. Trotzdem gewinnt Samuel McAvoy von Limmat auf der Bahn 6 diesen Lauf mit 2:25.67. Lauf 9, Bahn 1, Maxim Schaffhausen, 2, Fabio Startgemeinschaft Liechtenstein, Bahn 3, Silver Lausanne Natation, Bahn 4, Massimo Lugano, Bahn 5, Nicolas von Natation Sporti Gioia, Entschuldigung, Bahn 6, Loris von Monte Natation, Bahn 7, Yannick von Turica Nuoto und Bahn 8, Riccardo von Lugano. Thank you.
auf 150 Metern, knapp vorne die Bahn 3. Silva von Rosan Natasio. Er hält seinen Vorsprung. Nun, die Bahn 6 ist vorne. Loris von Montre Natation gewinnt diesen Lauf in 2:25.19. Herren, 200 Meter Lagen, Lauf 10, Bahn 1, Louis von Bevenatation, Bahn 2, Nico von Schlimm-Köpfschaffhausen, Bahn 3, Johann von Bevenatation, Bahn 4, Timo von St. Gallen-Dittenbach, Bahn 5, Louis von Schaffhausen, Bahn 6, Arthur Roll-Natation, Bahn 7, Henning von Meilen und Bahn 8, Gonzalo von Sion. Meine Erinnerung an alle Mannschaftsführer und Sportler, es ist nun bereits 11 Uhr gewesen, das heißt, das Mittagessen ist bereits eröffnet. Für unsere Zuschauer, ab jetzt ist auch der Grill am Laufen, das heißt, sie können sich Pommes, Würste, Schnitzelbrote und alles Mögliche zum Mittagessen besorgen. Bahn 6 und Bahn 8. Aber Bahn 8 setzt sich ab. Gonzalo Ferreira, der Fußball von Sion. Er schlägt als Erster an und holt sich den Sieg auf der Außenbahn mit 2:24.96. Knaben, 200 Meter Lagen, Lauf 11 von 8, Bahn 1, Max von Schaffhausen, Bahn 2, Matteo von Calvin, Bahn 3, Janis Kreuzlingen, 4, Alessio Lemack, 5, Kilian Nior, Bahn 6, Jan Lemack,
Bahn 7 Flavio Kreuzlingen und Bahn 8 Cedric Solothurn. Leider eine weitere Disqualifikationsmeldung. Wettkampf 15, Lauf 8, Bahn 5. Nicht in Rückenlage angeschlagen. In der zweiten Wende. Deutlich vorne auf Bahn 3. Janis Körner von Kreuzlingen, er gewinnt diesen Lauf in 2:22.04. Bahn 1 Loris Meilen, Bahn 2 Enrico Schaffhausen, Bahn 3 Alexandre Rettisch-Löscherfeld, Bahn 4 Luca Lancinatation, Bahn 5 Gabriele Adelfisch, Bahn 6 Marc Schaffhausen, Bahn 7 Dominik André Lausanne, Bahn 8 Benjamin Lehmann. Hier konnte man gerade sehen, dass nicht alle Schwimmer gleich wenden nach dem Rücken. Viele machen die schnellere Flugwende. Das ist aber ein bisschen schwieriger, wenn man zu atmen, weil man etwas länger die Luft anhalten muss. Wir werden sehen, wie sich das auszahlt auf den nächsten 50 Metern. Thank you.
200 Meter Lagen, Lauf 13, Bahn 1, Federico von Lugano, Bahn 2, Ian von Turita Nuoto, Bahn 3, Leonard von Schulte-Bern, Bahn 4, Alessandro von SVB, Bahn 5, Sascha von Mendisiotto Nuoto, Bahn 6, Ryan von Natasja Skopi-Dzene, Bahn 7, Damien von Deve Natasja und Bahn 8, Ilias von Natasja Skopi-Dzene. In Führung die Bahn 8, Ilias Ebar, dicht gefolgt von Alessandro Meiner und Sascha Canerese. Und Bahn 5, Sascha Canerese kann nochmal einen ordentlichen Schlusssport einlegen und er gewinnt diesen Lauf in 2:17:21. Nahen 200 Meter Lagen, Lauf 14 von 18, Bahn 1, Niki von Limmat, Bahn 2, Soran von Leve Natation, Bahn 3, Daniel von Limmat, Bahn 4, Benjamin von Savosa, Bahn 5, Loic von Leve Natation, auf der Bahn 6, Felix Berger vom Schwimmverein bei der Basel, Bahn 7, Simon von Mendisiotto Nuoto und Bahn 8, Brian von Savosa. Eine kleine Information für alle Schwimmer. Die Funkgrube befindet sich am Infostand direkt beim Eingang. Wenn ihr etwas nicht mehr findet, etwas verloren habt, dann schaut an der Funkgrube beim Infostand vorbei.
der 14. Lauf auf Bahn 3, Daniel Sokolowski von Lemat. Er gewinnt diesen Lauf in 2:18.03. Thank you, Mark. Lauf 15, Bahn 1, Tim von Biel, 2, Andrea Österweisen, 3, Romain Fribourg, Bahn 4, Owen Lausanne Natation, Bahn 5, Hugo Rettich Neuchâtel, 6, Philippe Revet Natation, 7, Liam Natation Sportive Genève. Und 8 von Delemont. Zur Information an alle Zuschauer: Der Grill ist heiß und die Steaks warten sehnsüchtig nach hungrigen Besuchern. Die ersten drei Bahnen fast alle gleichzeitig gewendet. Und Andrea hat den besten Backspeed. Er kommt am schnellsten zurück von allen anderen. Andrea Meroda von Schönflug Österwallisern gewinnt diesen Lauf in 2:17.08. Im drittschnellsten Lauf von Knaben 200 Meter Lagen sehen wir auf Bahn 1 Elvesio von Turita Motto, ebenfalls von Turita Motto Nathan auf Bahn 2, Bahn 3 Gilles von Roll Natation, Bahn 4 David von Arefisch, Bahn 5 Janis von Natation Sportive Genève, Bahn 6 Samuel von Meilen, Bahn 7 Vittorio von Hohl und Bahn 8 Federico von Lugano. Ich habe schon Melanie ganz viel angeschmackt.
gut, Meli, Nicolin. Jo. Das Runde. Ich glaube, für Siebter stattlich. Ja. Das ist mir eine, aber jetzt Siebter. Alles ist weit. Sehr gerne. Ja, ja. Ja. David Burkhardt, bitte zum Stieketisch. David Burkhardt, bitte zum Stieketisch. Danke. Bahn 2, Nathan Cassoni von Turita Nuoto gewinnt diesen Lauf in 2:14:83. Lauf ist jetzt im Wasser auf Bahn Fiore von Turita Nuoto, Bahn 2 Jakob von Linnock, Bahn 3 Louis von Sümmerich des Solothurn, Bahn 4 Vincent von Rollenhardt-Passion, auf Bahn 5 Mirai Abtschein vom Schwimmverein bei der Basel, Bahn 6 Doris von Nordsee-Passion, Bahn 7 Louis von Morsch und auf Bahn 8 Thibaut von Fribourg. Aber er bekommt Tritt von beiden Seiten. Sowohl Lüdenburg als auch Spielei Abtschei überholen ihn. Und Lüdenburg steckt als erster an. Er gewinnt diesen Lauf vor Spielei Abtschei in 2:14:01. Thank you.
Wasser nun der schnellste Lauf von Knaben, 200 Meter Lagen. Auf Bahn 1, Florin von St. Gallen-Wittenbach. Bahn 2, Thiago von Lausanne-Natasio. Bahn 3, Gianluca von Savosa. Bahn 4, Mael von Roll-Natasio. Bahn 5, Julien von Zürich-Oberland. Bahn 6, Leandre von Bere-Natasio. Bahn 7, Noel von Brüster-Wallisern. Und auf Bahn 8, Antonin von Lausanne-Natasio. Nach 100 Metern in Führung, die Bahn 2, Thiago Bear von Lausanne Natasio. Bahn 4, Mael Allegrini, Roll-Natation, er gewinnt diesen Lauf in 2:11:10. Mit Wettkampf 9, Damen 400 Meter Freistil. Jetzt im Wasser der erste Lauf vom Wettkampf 9, Damen 400 Meter Freistil, Lauf 1, Bahn 2, Jury von Schönburg-Frauenfeld, Bahn 3, Elisa von Romanshorn, Bahn 4, Margot von Renner-Natasio, Bahn 5, Naomi Leila von Winterthur, Bahn 6, Ilenia von Schönburg-Frauenfeld und Bahn 8, Aurelia von Schaffhausen. Sportiv de Genève, NSL,
2 Minuten in Führung auf Band 4 Marco Moro von Renault Nakasson. Die Bahn 4, Marco Moro von Renault Nakasson gewinnt diesen ersten Lauf in 5:12:45. Abschalten.
dem 400 Meter Freistil. Zweiter Lauf, Bahn 1, Natascha von Lossinatasion. Bahn 2, Leonie von Stadtgemeinschaft Liechtenstein. Bahn 3, Chiara von Jeanette Natasion. Bahn 4, Meta von Arabisch Arau. Bahn 5, Anna von Schaffhausen. Bahn 6, Julia Pitzer vom Schönfreien Weide Basel. Bahn 7, Elisa von Linnert. Bahn 8, Nathalie von Flößburg. Qualifikation Knaben 200 Meter Lagen für die Finals. Bei 12 Jahren Jünger haben sich qualifiziert. Janik Capelletti, Lorenzo Nicola, Vladimir Zengarov, Leo Messerli, Pietro Mazzaretto, Frederic Wagner und Julian Parisi, Boris Kellan. Die Reserve ist Alex Messina. 13 Jahre Jan Glorio, Samuel McAvoy, Arthur Herbert, Louis Keye, Elia Kanzani, Elis Lamo, Paul Sassu, Mattia Mauri, Reserve Robin Hein. Robin Hein, Entschuldigung. Qualifikation Final, Knaben 200 Meter Lagen, 14 Jahre. Julien Niederberger, Philipp Sans-Andamrique, Federico Gula, Lori Poncieux, Flavio Bucca, Riccardo Andreoli, Timo Bruckmann und Marco Castelluccion. Reserve ist Leonard Poignet. Bitte zum Schiedsrichtertisch, der Coach von Limmat. Mannschaftsführer von Limmat, bitte zum Schiedsrichter. Knapp in Führung Anna Beck vom Schwimmclub Schaffhausen. Finalqualifikation, Knaben 200 Meter Lagen, 15 Jahre. Daniel Sokolowski, David Radam, Roma Wittner, Simon Alberti, Paul Niederberger, Janis Körner, Eto Meyer, Dominik André Zwingli, Reserve Gabriele Marinucci. Jahre, Noel Penninger, Victoria Schrofer, Sascha Canerese, Janis Dali, Gilles Allegrini, Elias Eberhardt, Hugo Schmidt, Felix Berger, Reserve Federico Rinaldi. Finalqualifikation, Knaben 200 Meter Lagen, Junioren. Mai Allegrini, Tanti Tronge, Jaro Berhard, Louis Fluri, Leandre Dicoma, Mirai Akçay, Gianluca Cremona, Nathan Cassoni und die Reserve ist Jakob Grundwacher. Abmeldungen, Finalläufe, Knaben 200 Meter Lagen, bitte bis spätestens 12:05 Uhr beim Schiedsrichter. Abmeldung, Finalläufe, Knaben 200 Meter Lagen, bis 12:05 Uhr. Und Anna Beck schwimmt als Erste zur Platte. Sie gewinnt dieses Rennen mit 5:02:20. Anna Beck vom Schwimmclub Schaffhausen.
Sekunde hinter Freistiel auf 3 von 13, Bahn 1, Jana von Arefisch-Arau, Bahn 2, Anina von Bahr, 3, Laura von Rosch, 4, Xenia von Schönke-Biestal, 5, Adler von Rettisch-Lischerfell, 6, Mariana von Schlümpfein, beide Basel, 7, Sophie von Sarosa, 8, Melissa von Schönke-Frauenfeld. Meter in Führung. Laura Lücki von Morsch. Hinter ihr ein sehr dichtes Feld mit insgesamt 5 Schwimmerinnen, die alle ungefähr gleich auf sind. Und 10 auf
Kompanie von Liestal. Die Bahn 3 gewinnt im Lauf in 4:51.99. Bahn 2, Lea von Stinkofern. Bahn 3, Juliana von Aretisch Aarau. Bahn 4, Tanine von der Startgemeinschaft Liechtenstein. Bahn 5, Sophia von Lugano-Otto. Bahn 6, Leonia von Bremgarten. Bahn 7, Alino von Stinkofern. Bahn 8, Isabel von Aretisch Aarau. Nochmals ein kleiner Aufruf vom Grillstand. Pommes parat, Wurst parat, Schnitzelbrot parat. Kommt vorbei, wir haben leckere Sachen für alle. In Führung Hermine von Liechtenstein, dicht gefolgt von Sophia aus Lugano. Thank you.
Minuten Kiesenlauf für den Autobahn 4. Kevin Joch von der Startgemeinschaft Liechtenstein in 4:48:12. Wasser, der fünfte Lauf von 13 Leuten, Damen 400 Meter Freistil. Auf Bahn 1, Kim von Rettisch Neuchâtel, Bahn 2, Alissa von Bébé Natation. Auf Bahn 3, Zoe von Schönflug Paris. Bahn 4, Nadia von Arabisch Arau. Bahn 5, Angela von Natation Sporti Brille. Auf Bahn 6, Suet von Jeunet Natation. Auf Bahn 7, Mia von Slimpi Luzern. Und auf Bahn 8, Emma von Lausanne Natation. Das ist bereits der drittletzte Lauf von den Vorläufen, 400 Meter Freistildamen, wie gestern in den 400 Meter Nagelrennen gibt es den 400 Meter Freistil direkte Endläufe, das heißt die Schwimmer und Schwimmerinnen schwimmen nicht zweimal, sondern nur entweder Vorlauf oder Final. Jedoch ist es auch hier möglich, im Vorlauf schon so schnell zu schwimmen, dass man trotzdem eine Medaille holt. Yeah.
Bahn 7 und Bahn 8, Lia und Emma liefern sich da ein Duell auf den letzten 50 Metern. Emma leicht in Führung. Und sie gewinnt auf der Außenbahn in 4:51.46. Zwei letzten der Vorläufe, Lauf 36, Damen, 400 Meter Freistil auf Bahn 1. Johanna von Schönke-Schaffhausen, ebenfalls von Schaffhausen auf Bahn 2, Anna Maria. Auf Bahn 3, Selina von Schönke-Buster-Wallisell, 4, Lena von Schönke-Frauenfeld, 5, Elsa von Fribourg, 6, Amelie Moser-Natation, 7, Rebecca Rau von Schönke-Friedtal, auf Bahn 8, Emma von Schönke-Schaffhausen. Knappe Führung auf Bahn 6, Amelie Berti von Lausanne Natation. Thank you.
Amengerci als Erster auf den letzten 50 Metern. Der Vorsprung ist noch etwas gewachsen, aber auch bei ihr werden die Arme müde. Trotzdem schlägt sie als Erste an und gewinnt diesen Lauf mit 4:44:37. Amelie Berci von Lausanne Natation. Was war nun der letzte und schnellste aller Vorläufe von Damen 400 Meter Freistil? Auf Bahn 1 Vanessa Wagner vom Schwimmclub Bottingen-Oberwil. Auf Bahn 2 Julia Hinnerz vom Schwimmclub Liestal. Auf Bahn 3 Pia vom Schwimmclub Schaffhausen. Bahn 4 Michelle von Lugano. Bahn 5 Aylia von Limmat. Bahn 6 Milena vom Schwimmclub Frauenfeld. Bahn 7 Emily Schwimmclub Paar und 8 Katharina Schwimmverein St. Gallen-Wittenbach. Führung auf Bahn 3, Pia von Schwimmclub Schaffhausen, dicht gefolgt von Michel von Lugano und Aylia von Limmat.
Bei Bahnen 3, 4 und 5 ist noch alles möglich, aber im Moment sieht es aus, als wäre eine Michel Cugano am schnellsten unterwegs. Wie bereits erwähnt, gibt es in den 400 Meter Freistilrennen keine Finalläufe, sondern direkte Endläufe. Das heißt, es ist durchaus möglich, auch schon am Morgen so schnell zu schwimmen, dass man am Nachmittag trotzdem einen Podestplatz erreicht. Und die Bahn 5 steckt zuerst an, in 4:44:67. Alia Götz von Linnert. Somit sind wir am Ende der Vorläufe angelangt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Richtern für ihren Einsatz. Kommen wir nun zum Ausmarsch der Richter. Musik! 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 Wir bedanken uns bei allen Richtern, Richterinnen und Helfern und wünschen allen eine angenehme und erholsame Mittagspause. Guten Appetit und bis am Nachmittag. Noch ein kleiner Hinweis für alle Mannschaftsführer. 14:00 Uhr, letzter Termin für die Abgabe der Staffelmeldungen. Nochmals bis um 2 bitte alle Staffeln melden.